Die Bedeutung der Familie Bajani für das Franziskanerkloster und für die Franziskaner in Güssing ist eine grundlegende. Denn sie haben uns ja nach Güssing hergeholt, nachdem Adam Bajani sich wieder der katholischen Kirche angeschlossen hatte, brauchte er Seelsorger für sein Gebiet. Und da hat er bei den Franziskanern angefragt und die haben diese Einladung angenommen. Der erste Franziskaner ist 1638 hierher gekommen und die Brüder sind dann, nachdem das Kloster und die Kirche renoviert waren, 1648/49 eingezogen und seit damals sind wir hier in Güssing. Diese Bibliothek ist eine besondere Kostbarkeit, denn der wertvollste Bestand der Bücher ist seit 1651 hier im Kloster. Dass er hier hergekommen ist, dieser Bestand an Büchern, verdanken wir einerseits der Reformation und Gegenreformation, andererseits der Familie Bajani. Wir stehen hier in der sogenannten Stiftergruft, Stifter des der Kirche des Klosters und auch der neuen Gruft hier war Adam Bajani, er liegt hier begraben und auf der anderen Seite seine Frau Aurora Formantina. Die Gruft ist natürlich wesentlich größer, es sind verschiedene Teile, es ist eine sogenannte Fürstengruft, es ist eine alte erste Gruft und dann gibt es die große Gruft und schließlich auch die neue Gruft. Wichtige Särge hier unten sind dann der Sarg von Balthasar Moll, von Karl Bajani, ein Feldherr und Erzieher am Hof der Kaiserin Maria Theresia. In der sogenannten Fürstengruft sind bestattet bis in unsere Tage die verstorbenen Oberhäupter der Familie, die Fürsten genannt werden. Dieser Marmorsarkophag, in diesem lag der Selige bestattet, bis der Seligsprechungsprozess begonnen hat. Und nach einem Besuch von Angehörigen aus dem Vatikan, Monsignore Sera und ein Dominikanerpater, wurde uns gesagt, um die Seligsprechung einzuleiten, ist es unbedingt notwendig, dass es sichtbare Verehrung des Verstorbenen gibt. Und weil das hier in der Krypta nicht möglich war, wurde der Leichnam des Seligen hier aus der Gruft heraus in die Kirche übertragen. Links vom Sarkophag ist der Sarg seiner Gattin, der Maria Theresia geborene Corret, genannt Mitzel. Ihr verdankt der Selige eigentlich, dass er wieder zum Glauben zurückgefunden hat und dass er diesen Glauben mit ihr gemeinsam sehr intensiv gelebt hat. Hier in der Fürstengruft ist auch bestattet der älteste Sohn des Seligen, nämlich Öden Bajani. Auf den hat die Familie Maria Theresia und Laszlo eine ganz große Hoffnung gesetzt. Das Sterben dieses Sohnes beschreiben die Eltern selber in einem Büchlein und es ist bewundernswert, wie der junge Mann seinen Tod angenommen hat. Für uns hier in Güssing ist das schon auch etwas Besonderes, dass jetzt auch die Seligsprechung von Maria Theresia, der Gattin des seligen Ladislaus, in Angriff genommen wird. Denn ich beschäftige mich schon einige Zeit besonders mit dieser Frau und habe entdeckt, dass sie einen wesentlichen Anteil hat, dass Ladislaus wirklich zum Glauben zurückgefunden hat. Ihre Seligsprechung wäre natürlich etwas Besonderes. Als Ehepaar, als Mutter von vielen Kindern, als Frau, die mitten im Leben gestanden ist, die sich um Politik und um Wirtschaft gekümmert hat. Und gemeinsam sind sie im Glauben gewachsen. Maria Therese hat vor allem auch die religiöse Erziehung ihrer Kinder übernommen.
Der Vater hat viel mehr durch das Beispiel gewirkt, sie aber hat die Kinder auch in den Glauben eingeführt. Lieber seliger Ladislaus, ich komme mit der Bitte zu dir, dass wir unter deiner Fürsprache als Pfarrgemeinde gut leben, den Glauben bewahren. Und ich bitte dich auch darum, hilf uns zu erreichen, dass deine Frau, die gute Mitzel, auch selig gesprochen wird. Denn wir wissen, du verdankst dir selber sehr viel, dass du zum Glauben gefunden hast, dass du aus einem tiefen Glauben heraus deine Familie gelebt und gestaltet hast. Auch dein Dienst, deine Arbeit war begründet in einem tiefen Glauben. Du bist zum Vorbild geworden für viele, aber es wäre schön, wenn wir euch gemeinsam als Selige verehren dürften und so für unsere Familien, für unsere Ehepaare vor allem ein überzeugendes Beispiel von der Kirche geschenkt bekommen. Aber natürlich geht es auch darum, dass einfach die Menschen, die hier leben oder die hierher kommen, eine möglichst innige Beziehung, ich würde fast sagen, eine Herzensbeziehung zum Seligen gewinnen. Man kann viel über ihn wissen, aber diese innere Beziehung, die einem auch zum Beten bringt, zum Beten um seine Fürsprache,